herzlich willkommen mit dem brandneuen Citroën eC4. Ja, den Citroën C4, den gibt es mit Verbrenner ab 20.600. Wir hier haben ihn in der Elektrovariante. Da beginnt er bei knapp 36.000 Euro. Davon kann man noch Förderungen abziehen. Und wie sich das fährt, ich glaube, das schauen wir uns gleich mal an. Richtig, sonst hören wir nass, Dodo. Ja, unterwegs mit dem Citroën eC4. Ich finde, es ist eine etwas unglückliche Buchstaben-Zahlen-Kombination, wenn man es recht schnell ausspricht. Ja, das ist das erste Volumenmodell im E-Segment von Citroën. Allerdings, es gibt ihn, wie auch die Brüder von Peugeot, nicht nur als rein elektrisches Auto, sondern auch mit Verbrennermotoren. Absolut richtig. Und zwar eine, naja, ich will jetzt nicht sagen eine breite Spanne, weil das stimmt ja nicht. Es gibt ihn von 100 bis 155 PS als Verbrenner, als Benzin oder als Diesel. Richtig. Aber Benziner gibt es ja einige. Benziner gibt es einige. Es gibt 5 Varianten mit Benzin, 2 mit Diesel, 110 und 130 PS. Handschalter, Automatik, alles dabei, Dodo. Und wir fahren aber hier die reine Elektrovariante. Genau. Fangen wir ein bisschen mit der Geschichte vom C4 an. Die beginnt 1928, ist das richtig? Richtig, da war er nicht elektrisch. Ja, Citroën blickt auf eine lange Geschichte an, sie nennen es Kompaktlimousinen, zurück. Und sie sagen auch, dass das der 10. wie haben Sie gesagt? Ja, die 10. Generation ihrer Kompaktmodelle. Unter anderem sind da solche Hochkaräter dabei wie der Citroën ES. Tatsächlich ein Hochkaräter. Der Citroën Xara zum Beispiel. Und in der jüngeren Vergangenheit zum Beispiel dann eben der C4. Völlig richtig. Seit 2004 gibt es den C4. Wieder. Wieder, muss man sagen. Völlig richtig. Den modernen C4. Damals schon sehr extravagant designt, meiner Meinung nach. Ich habe sogar einen gehabt, Dodo. Und ein bisschen, muss ich sagen, erinnert mich das Design unseres Freundes hier, des EC4, an dieses Coupé von 2004. Ja, und mich erinnert es aber auch ein bisschen an den C4 Kaktus, weil wir haben ja auch hier so Airbumps drauf, wie der Kaktus bereits hatte. Aber bevor wir jetzt noch weiter in der Vergangenheit schwelgen, kommen wir langsam zurück in die Gegenwart. Größenmäßig ordnet sich dieses Auto in der Golfklasse ein und es hat sogar ziemlich genau Golfformat. Wir sind ja bei 4360 mm. Genau, ja, die Breite sind 1800 mm und die Höhe hat sich der Dodo gemerkt. 1520. Kofferraumvolumen, auch das ist echt exakt Golfniveau. 380 Liter, interessanterweise beim elektrischen Modell genauso groß wie beim Verbrenner. Ja, Radstand haben wir übrigens 2670 mm, das ist für die Kompaktklasse üppig. Ja, was auch üppig ist, ist die Bodenfreiheit. 156 mm und dieses Auto schaut nicht nur ein bisschen aus wie ein SUV, das ist auch fast schon ein SUV. Wir sind zuletzt ja ein SUV gefahren von einer anderen Marke. Das hat 163 mm Bodenfreiheit gehabt. Es fällt auch auf, wenn man hier einsteigt, die Schweller sind relativ hoch, also man streift eigentlich immer mit den Füßen da an, außer man ist sehr grazil, aber das bin ich nicht mehr mit meinen 25. Ja, nein, du hast schon recht, es hat definitiv SUV-Merkmale, das sagt Citroën auch so, sie sagen, es ist eine Kompaktlimousine mit SUV-Merkmalen, daran kommt man scheinbar heute als Hersteller einfach nicht mehr vorbei. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, der üppige Radstand von 2670 mm sorgt auch für eine gute Kniefreiheit. Ich habe mich vorhin verlesen und dachte, es wären 2 Meter, aber es sind nur 198 mm Kniefreiheit. Trotzdem für ein Kompaktauto dieser Größe hinten sehr geräumig. Das stimmt, auch die Kopffreiheit hinten ist völlig okay. Also ich habe mich vorher hinten reingesetzt, das ist ausreichend. Die schaut zwar ein bisschen aus wie ein SUV-Coupé oder Coupé-SUV, ja. Aber man sitzt gut hinten. Also man kann aufrecht sitzen hinten. Das lässt sich auch eine Zeit lang aushalten. Wir reden ja selten über das Design eines Autos, weil es eine Geschmackssache ist. Wie gefällt er dir? Ja, es ist zumindest was anderes. Also es ist optisch dicht schon aus der Masse heraus. Ja, stimmt. Ich finde auch, er ist wirklich eigenständig und es sieht aus wie ein kleines SUV-Coupé, aber vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen zu verspielt.
Ja, aber Citroën war doch immer verspielt, oder? Und wenn man sich anschaut, die Geschichte von diesen Autos, eben zuletzt eben der C4 von 2004, ja, das war da was, der Kaktus. Ja. Und diese Front da vorne mit diesen x-förmigen Leuchten, ja, stimmt, das ist eigentlich die Evolution von diesem Design. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, im Großen und Ganzen doch muss man Citroën eigentlich gratulieren, dass sie ein optisch mutiges Auto auf die Beine gestellt haben und auch eines, das ausgesprochen komfortabel ist. Komfort war Citroën immer schon ein großes Anliegen. Wir erinnern uns nur an die Hydro-Pneumatik. Ja, und auch diese Tradition haben sie hier so ein bisschen fortgesetzt. Es gibt zwei hydraulische Anschlagelemente, nennen sie es. Die sollen den Komfort erheblich steigern. Citroën spricht auch davon, dass man wie auf einem fliegenden Teppich fährt, was ich mir eigentlich recht windig vorstelle. Ja, diese hydraulischen Anschläge sind zusätzlich zu den mechanischen, die nehmen quasi die Spitzen bei der Dämpfung weg. Ja, und weil wir schon vom Design sprechen, Citroën betont auch gerne die Größe der Räder. Ja, es gibt 16 Zöller für den Verbrenner, ja, Stahl. Aber wir sitzen hier im E-Modell und das hat immer 18 Zöller. Und der Gesamtraddurchmesser sind 690 mm. Aber ja, das Auto hat das sehr SUV-haftes. Es sieht wirklich erfrischend aus. Beim SUV-haften muss man auch immer gleich dazu sagen, Allradantrieb gibt es keinen. Ja. Wir haben nur Vorderradantrieb. Und es gibt ja auch nur einen Elektromotor zur Wahl. Ja, und dieser Motor hat eben 136 PS und 260 Newtonmeter und reicht, um das Auto in 9,7 Sekunden auf 100 zu beschleunigen. Ja, und bei 150 km/h ist dann auch schon wieder Endstation. Da wird abgeregelt. Zum Vergleich, es gibt ja auch einen 130 PS-igen Benziner mit Automatik, der läuft 210 km/h. Beschleunigt allerdings nur in 10,2 Sekunden von 0 auf 100. Das ist erstaunlich, weil der nämlich ganz erheblich leichter ist. Völlig richtig, Dodo. Fast 300 Kilo Unterschied, wenn man ihn mit Automatik nimmt, richtig? Richtig, wir sind hier bei 1600 Kilo circa mit dem Elektroauto. Ja. Der Verbrenner wiegt halt 1300. Ein paar zergrätscht, da sind tatsächlich fast 300 Kilo Unterschied. Und diese 300 Kilo Unterschied resultieren natürlich aus einer, ja, ich sage jetzt mal durchschnittlich große Batterie. Wir haben hier 50 Kilowattstunden. Wir haben auch schon weniger gehabt zuletzt in kompakten SUVs. Das ist halt nicht nur für die Stadt gedacht, sondern als richtiges Alltagsauto. Und die Reichweite ist auch im guten Bereich, muss ich sagen. Also das ist auch, wo man sich eine Reise vorstellen kann. Ja. Wir haben hier 350 Kilometer Reichweite laut WLTP-Norm. Der Verbrauch 16,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das kann sich eigentlich sehen lassen, muss man sagen. Und im Zweifelsfall kriegt man die Ladung auch wieder relativ schnell rein. Das klingt irgendwie pervers. Und zwar maximal mit 100 Kilowatt Gleichstrom. Dann sind wir in einer halben Stunde auf 80% Ladekapazität. Wechselstromlader dauert es ein bisschen länger. Ja, er kann dreiphasig laden. Bis zu 11 Kilowatt kann man da reinladen. Allerdings muss man dafür eben das bessere Ladekabel dazu nehmen. Ja. Denn standardmäßig ist nur ein 1,8 Kilo Ladekabel dabei. Dreiphasig kann man maximal 7,4 Kilowatt laden und dann braucht man 7 Stunden, bis er ganz faul ist. Richtig. Dreiphasig ist ein bisschen schneller. 4,5 Stunden oder 5 Stunden, da gehen die Angaben ein bisschen auseinander. Genau. Ja, jedenfalls von der Ladegeschwindigkeit ordentlich, würde ich sagen. So, und jetzt ist Zeit für einen kleinen Fahrerwechsel, weil auch ich will den einzigartigen Komfort des, das klingt schon wieder so sarkastisch, warum klinge ich immer so sarkastisch, den einzigartigen Komfort des EC4 genießen. Vielleicht noch ein paar Worte zur Batterie, was wir nämlich unterschlagen haben. Citroën gewährt natürlich eine Garantie auf die Batterie, das geben sie sogar, und zwar für 8 Jahre und 160.000 Kilometer ist Durchschnitt, muss man sagen. Und was wir ein bisschen beim Außendesign unterschlagen haben, Citroën ist ja sehr stolz auf die Individualisierbarkeit des Autos. Sie sprechen von 31 Kombinationsmöglichkeiten, die man außen hat. Setzt sich zusammen aus 7 Farben und... Ja, 5 Styling-Paketen. Ja, auf jeden Fall 7 sind bekanntlich 31, wie wir alle wissen. Nein, wahrscheinlich gibt es halt einfach nicht jede Kombination. Und innen haben wir uns für Schwarz entschieden. Ja, ein schlichtes Schwarz mit ein bisschen Blau da. An der Flanke, das sieht aus wie ein Türgriff, der irgendwie versenkt worden ist. Ja, und während er uns außen gut gefällt, gefällt er uns
Ihnen eigentlich beiden nicht wahnsinnig gut. Ist zwar schon avantgardistisch und sieht bemüht aus auf jeden Fall. Es soll auch von der Materialqualität besonders gut sein. Es ist schon geschaumter Kunststoff da, auch hier in der Tür. Es geht halt bis zum Lenkrad-Äquator circa, dann wird es Hartplastik. Ja, Citroën spricht von einer besonders weichen Slush-Oberfläche am oberen Teil des Armaturenträgers. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen. Es ist geschäumt, aber es ist für einen geschäumten Kunststoff recht hart anzugreifen. Ja, ich finde, das sollte sich farblich ein bisschen absetzen. Wenn nur schwarz mit schwarz, das sieht ein bisschen komisch aus. Hier ist ein bisschen gepolstert in der Tür, aber da auch schon wieder eigentlich ausschließlich Hartplastik. Mittelkonsole ist auch vorwiegend Hartplastik. Materialqualität eher mittelmäßig, finde ich. Ja, es ist klassenüblich. Es ist jetzt überall schon ein bisschen der Sparstift angesetzt worden in der Kompaktklasse. Da hast du natürlich recht. Ja, ich würde sagen, Materialqualität durchschnittlich, aber ich finde es nicht super schön arrangiert. Wenngleich, sie haben sich durchaus bemüht. Also dieses Lenkrad zum Beispiel, da hat sich Citroën wieder ein bisschen mehr einfallen lassen. Es greift sich auch gut an. Was sich auch gut angreift, sind die Sitze, die sind auch recht komfortabel. Citroën ist stolz auf die besonders dicke Polsterung, 15 mm dicke Polsterung. Ja, Advanced Komfort Sitze nennen die. Genau, die Advanced Komfort Federung und die Advanced Komfort Sitze natürlich. Ganz spannend fand ich ja beim Einsteigen, als ich das Auto übernommen habe, es gibt eine elektrische Sitzverstellung da an der Seite vom Fahrersitz und da habe ich herumgewerkt und dachte, man kann irgendwie vor und zurück auch elektrisch verstellen. Weit gefehlt. Man kann die Lehne elektrisch verstellen, man kann die Sitzhöhe elektrisch verstellen, aber vor und zurück geht es nur mechanisch. Positiv am Innenraum, das Display finde ich sehr schön, das ist ein 10 Zoll Display. Rahmenlos. Sie nennen es rahmenlos, aber eigentlich ist ein ganz dicker Rahmen drumherum. Und auch unser Instrumentendisplay hat einen wirklich dicken Rahmen. Da war ich vorhin verwundert, wie ich das genauer gesehen habe. Das ist in Wirklichkeit so ein kleines Display. Ja, dafür hat es ambiente Licht im Hintergrund. Du kannst ja auch aufs größere Head-Up-Display schauen. Wir haben auch drei Fahrmodi. Normal, Eco und Sport. Sport ist natürlich der Modus meiner Wahl für die Landstraße. Ist auch das Richtige beim Elektroauto. Ja, der Antritt ist wirklich sehr in Ordnung, finde ich. Die maximale Leistung ruft übrigens nur im Sportmodus ab. Die Lenkung, Dodo, die fand ich im Normalmodus ja viel zu leichtgängig. Die gab ja ganz wenig Feedback, war viel zu stark unterfüttert. Im Sportmodus ist die ein bisschen besser, stimmt's? Sie ist schwergängiger im Sportmodus, das stimmt. Ansonsten ist sie aber weiterhin recht gefühllos. Also da spürt man nicht wirklich, was da an der Vorderachse vorgeht, muss ich schon sagen. Zum Einparken ist diese super leichtgängige Lenkung natürlich praktisch. Sportlich ambitionierte Fahrer wird sie jetzt weniger zusagen. Was man zum Cockpit natürlich auch noch sagen muss, und da sind wir Citroën recht dankbar, es gibt noch Knöpfe für die Lautstärke. Interessanterweise sehr weit drüben eigentlich schon auf der Beifahrerseite. Der Fahrer kann die Lautstärke am besten übers Lenkrad wählen und der Beifahrer kann ihm reinpfuschen, das wird meine Kinder sehr freuen. Und was natürlich auch sehr wichtig ist bei anderen Produkten aus dem PSA oder Stellantis-Konzern, ist das nicht mehr so. Kann die Klima mit Tasten und Drehregeln einstellen. Danke dafür. Es ist wirklich eine Wohltat, wenn man die Temperatur mit so einem Drehregler einstellen kann oder die Sitzheizung. Auch ganz praktisch, wir haben vier USB-Anschlüsse hier. Eine induktive Ladeschale. Ja, richtig, eine induktive Ladeschale. Zu den USB-Anschlüssen muss man sagen, es gibt eben normale USB 3.0 und USB-C. Finde ich sehr gut, diese Lösung, weil man halt nicht immer das richtige Kabelgriff bereit hat. Ja, darunter gibt es noch eine Schale mit Klappe sogar drauf. Ja, insgesamt gibt es 16 Ablagen mit einer Gesamtkapazität von 39 Litern im Innenraum. Das ist auch sehr praktisch. Und eine dieser Ablagen verbirgt sich über dem Handschuhfach und vielleicht präsentierst du das mal. Aber gerne, Dodo. Es geht nämlich nicht nur das Handschuhfach hier, sondern auch eine Schublade. Sowas kennen wir ungefähr vom Renault Captur. Fand ich dort schon gut, weil man dem Beifahrer nicht das schwere Handschuhfach jetzt auf die Knie klappt. Aber hier ist noch ein Gimmick dabei, das es im Captur nicht gibt. Und zwar ein Tablet-Halter. Da gibt es noch eine extra Lade dafür. Und das kann man dann so einspannen. Geht ganz einfach, wie man sieht. Ah, sehr schön. Finde ich zumindest sehr originell.
Allerdings, ich habe mir vorher die Frage gestellt, was passiert, wenn der Airbag aufgeht. Sollen wir vielleicht noch ein bisschen über die Sicherheitssysteme reden? Das haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Wir haben nämlich einen Notbremsassistenten, der mittlerweile bei den meisten neuen Autos an Bord ist. Aber darüber hinaus noch einiges mehr. Ja, wir haben einen Fernlichtassistenten, den kann man auch ausschalten. Wir haben einen Spurhalteassistenten, einen Radartempomaten und die beiden Systeme kombiniert sorgen auch für autonomes Fahren Stufe 2. Richtig, es gibt einen Highway Driver Assist, nennen sie das, genau, oder? Das so nennen sie sonst die Kombination, genau, der beiden Systeme. Was wir auch an Bord haben, ist der sogenannte Post-Collision Assistent. Das ist nichts anderes als diese Multikollisionsbremse, also im Falle eines Unfalls, dass man nicht woanders reingeschleudert wird, sondern dass das Auto sofort bremst. Richtig. Wir haben ja auch noch eine 360-Grad-Kamera an Bord, Rückfahrkamera, was haben wir noch alles an Bord, lieber Bogi? Keyless Entry, Keyless Go natürlich, einen Totwinkelwarner und insgesamt gibt es 20 Sicherheitssysteme, sagt sie drin. Zum Totwinkelwarner ist noch eines dazu zu sagen, meiner Meinung nach, der signalisiert durch eine orangene Leuchte im Spiegel, dass jemand im toten Winkel ist. Allerdings, wenn man blinkt, dann sieht man am Ende dieses Spiegels auch die Blinkleuchte orange blinken. Ist ein bisschen irritierend, oder? Ein bisschen irritierend, meiner Meinung nach. Was wir noch überhaupt nicht erwähnt haben, ist, wir sind in der zweitbesten Ausstattung unterwegs von insgesamt drei Ausstattungslinien, die es für den EEC4 gibt. Völlig richtig, die Basis, also Live, gibt es nur für den Verbrenner. Im Elektro-C4 sind wir gleich ein bisschen komfortabler unterwegs. Unsere Ausstattungslinie heißt übrigens Shine. Darüber liegt dann noch Shine Edition und darunter liegt 4 und ganz unten eben Live. Aber wie gesagt, nur für den Verbrenner die Live-Basisvariante. Also wie das Unebenheiten wegbügelt, ist wirklich einzigartig, das glaubt man nicht. Das ist eben keine Hydropneumatik, so wie es beim seligen Citroën CX oder beim BX war oder bei der DS. Aber das ist echt vom Feinsten. Also ich habe selten was ähnlich Komfortables erlebt. Also in dieser Klasse, finde ich, ist der Federungskomfort einzigartig. Richtig. Apropos DS, die DS war ja berühmt für ihre mitlenkenden Leuchten. Wir haben hier LED-Scheinwerfer ab der Basis dabei, also nicht nur die Tagfahrlichter, sondern Voll-LED-Scheinwerfer. Der Fernlichtassistent, der ist allerdings in der nichts besseren Ausstattung erst dabei, also ein Schein. Reichweite haben wir jetzt schon über 160 Kilometer weggeknabbert, die wir bei Weitem nicht gefahren sind. Also die 350 Kilometer dürften mehr als optimistisch sein. Unser Bordcomputer hier, der sagt 20,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Was man beim Stromverbrauch natürlich auch dazu sagen muss, Citroën hat sich auch Mühe gegeben, dass man den eigentlich niedriger halten kann. Und zwar gibt es eine Wärmepumpe, die ist immer dabei. Das macht die Sache natürlich besser. Apropos Heizen, Citroën ist auch ganz stolz, diesen EC4 kann man natürlich auch einstellen, dass er vorheizt und vorkühlt. App gesteuert. Ja, ich bin wirklich überrascht, wie komfortabel dieses Auto ist. Das ist wirklich die ganz große Stärke des EC4. Der Android ist ausreichend. Ich bin wenig überrascht vom Komfort. Dodo, ich bin eben ein alter Citroën-Fahrer. Mein erstes neues Auto war schon ein Citroën. Burger tatsächlich einen Kredit dafür aufgenommen, hat er mir erzählt. Ja, völlig richtig. Für den EC4 kann man sich durchaus auch einen Kredit aufnehmen. Es ist ein äußerst komfortables Auto. Das Auto hat eben wirklich genug Platz, sowohl auf der Rückbank als auch im Kofferraum. Und preislich ist er mit seinen nicht ganz 36.000 Euro. Vorförderungen. Auch noch irgendwo im Rahmen. Kann man schon machen. Dodo, was man auch machen kann, ist was essen. Ich habe einen Bärenhunger. Ja, schon langsam fröstelt uns ein bisschen und der Regen ist auch nicht gerade besser geworden. Burgi, ist dieses Auto hier gut geworden? Ja, es ist anders als diese Temperaturen hier überaus komfortabel. Das muss man ihm lassen. Es ist komfortabel, es ist geräumig, der Preis ist in Ordnung. Der Innenraum ist halt ein bisschen schwarz. Auf schwarz gefällt mir nicht so gut. Materialqualität ist auch nur so lala und die Lenkung taugt mir auch nicht besonders, deswegen gibt es für mich ein paar Abzüge. Ich komme noch immer auf 4 von diesen, was ist es? Pitifu. Whatever, Burgi. Was sagst du dazu? Ja, ich finde, das Elektroauto ist durchaus gelungen.
350 Kilometer Normreichweite können sich sehen lassen. Auch die Lademöglichkeiten sind sehr gut mit 100 Kilowattstunden bzw. 11 Kilowattstunden, wenn es am Wechselstrom ist. Die Lenkung, da könnte man noch um einiges nachbessern. Deswegen gibt es von mir 4 von diesen Pitifu. Wenn es jetzt rein um den Fahrkomfort geht, dann ist das Auto erstklassig, das muss man ihm wirklich lassen. Es gibt halt ein paar Detailmängel. Und bitte nicht vergessen, den YouTube-Channel zu abonnieren, falls Ihnen dieses Video gefallen hat. Oder auch auf Instagram cars.n.cakes. Wir freuen uns über jeden, der uns abonniert. Zahlt sich aus. Nächste Woche wird es wieder was geben. Stimmt's, Toto? Ja, ja. Schmeckt wie ein Punschkrapferl. In diesem Sinne, Mahlzeit.